Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr leckeren und feinen Kartoffelpüree zu Hause selber machen könnt. Als erstes fange ich an, die Kartoffeln vorzubereiten und dafür nehme ich zuerst einmal 1 Kilo Kartoffeln und die wasche ich zuerst einmal und dann kann ich die auch schon schälen. Nachdem ich die Kartoffeln dann geschält habe, kann ich mir die auch schon in grobe Stücke schneiden. Die Kartoffelstückchen kommen dann in einen Topf mit etwas Salz und Wasser zusammen und dann kommen die auch schon auf den Herd für ungefähr 20 bis 25 Minuten. Am Ende könnt ihr dann einmal mit einer Gabel oder einem Messer reinstechen, um zu gucken, ob die auch schon fertig sind. Die fertig gekochten Kartoffeln kann ich dann einmal abgießen in ein Sieb und dann habe ich jetzt hier den Topf und da gebe ich zuerst einmal 4 Esslöffel Butter rein und die lasse ich schmelzen. Dazu gebe ich dann noch ein Päckchen Schlagsahne und das lasse ich im Topf einmal kurz aufkochen. Die Salz-Butter-Mischung würze ich jetzt noch mit etwas Salz und Pfeffer. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Kartoffeln zurück, denn die muss ich natürlich jetzt noch klein machen und dafür nehme ich einmal so eine Spaghetti-Presse oder auch Kartoffelpresse. Und da gebe ich jetzt die Kartoffelstückchen jedes Mal rein und dann presse ich das so in die Sahne rein. Und das mache ich natürlich jetzt mit den ganzen Kartoffeln so. Die presse ich jetzt alle hier rein. Und dann rühre ich das alles gut miteinander um. Wer den Kartoffelpüree etwas fester mag, kann das auch so machen, dass ihr zuerst einmal die Kartoffeln in eine Schüssel presst. Und darauf gebt ihr dann die Sahne-Butter-Mischung und rührt das immer wieder mal um, dass ihr dann gucken könnt, wie fest ihr das haben wollt. Je nachdem gebt ihr dann mehr oder weniger dazu. So, dann sind wir auch schon fertig. Wir haben jetzt hier unseren fertigen Kartoffelpüree. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen. Abonniert meinen Kanal und macht auch die Glocke an. Und wie immer gerne bis zum nächsten Mal.